Ja, ich finde, Botschafter zu sein vom Deutschen Kinderhilfswerk ist eigentlich ein Privileg, wenn man in der Funktion eine Botschaft, eine Information und das Volk bringen kann. Und das, die ist ganz einfach, wenn man sagt, Freunde, da vorne gibt es ein Problem, könnt ihr mal kurz mit anfassen. Aber ich denke, es ist wichtig, dass die Probleme, die es gibt, dass Informationen auch bei uns Menschen, Mitgliedern dieser Gesellschaft ankommen, und das machen zu dürfen, ist eigentlich Weltkindertag ist ein ganz besonderer Tag, gerade auch für UNICEF. Wir setzen uns besonders für die Kinderrechte ein und heute für das Recht der Beteiligung. Kinder haben etwas zu sagen, sie sind eigenständige Persönlichkeiten, und je früher sie das lernen und dass sie ernst genommen werden, umso wichtiger ist es. Sind wichtig. Wichtig! Für Erwachsene eher nichtig. Und wie wir eigentlich alle wissen, sind Kinder ja unsere Zukunft. Dazu gehört aber auch, dass wir Erwachsene die Kinder als eigenständige Persönlichkeiten wahrnehmen und realisieren, dass Kinder eben auch jetzt schon Rechte haben. Nämlich jetzt, weil sie jetzt leben, weil sie jetzt eine Gegenwart haben, dass Kinder Bedürfnisse haben, Wünsche haben, dass sie Vorstellungen haben, dass wir das respektieren, dass wir ihnen zuhören, dass sie mitsprechen und mitentscheiden dürfen. Ich denke, das ist das ganz wichtig, und das unterstützen wir auf jeden Fall. Ja, da kann ich mich nur anschließen, weil ich glaube, es geht nicht darum, dass wir von Kindern Erwachsenenleistungen einfordern, aber von dem Angebot, was uns die Kinder machen, profitieren können. Das heißt, Kinder haben eigentlich in der Regel einen sehr, sehr guten Gerechtigkeitssinn, kriegen auch mit, was in ihrem Umfeld passiert, wo es einen Mangel gibt oder wo Benachteiligungen stattfinden. Und wenn man Kinder an Projekten beteiligt, dann wird man sehen, dass das ihre Entwicklung sehr fördert und dass wir alle davon profitieren können, genau von dieser Einstellung.